So, noch zwei Folgen, dann habe ich es geschafft. Yay! Ich habe da nur 1,5 Stunden aufgenommen. Hm. Mal schauen, vielleicht tue ich heute schon vorproduzieren für die nächsten Wochen. Schon mal vielleicht ein bisschen anfangen. Oder immerhin schon mal die Spiele schon mal vorbereiten, dass ich dann sofort anfangen kann. Denn das wird nicht einfach. Los geht's. Das ist mein getunter Lamborghini übrigens, also nicht wundern, warum der ein bisschen... Reifen sind noch kalt. Ein bisschen schneller ist. Alter. Ich bin jetzt voll an den scheiß AMG gewöhnt. Ich hasse das. Mit kaputten Autos rumfahren, das nervt. Oh Mann, der versaut mir den Drift voll. Hau da ab, ey. Jetzt hat er mir einen Kratzer reingemacht, ich fass es nicht. Komm, drifte doch mal auch mit deiner Gurke hier rum. Es viel geht viel schneller. Alle Hütchen mitgenommen, yay! Oh, zu viel. Scheiße. Klappt nicht immer. Also. Ich habe den getunt eigentlich, weil mit dem Gallardo kann ich einfach am besten fahren bzw. driften. Er hat einfach einen super Handling. Und das Problem ist, die Standardversion, die schafft es nicht im dritten bzw. im zweiten Gang, wenn man im 90-Grad-Winkel fährt, schafft es der Motor nicht, die Drehzahl hochzubekommen, und das schafft halt meine getunte Version hier. Die kann halt im zweiten Gang beim Senkrechtfahren auch die Drehzahl noch hochbekommen. Das kann die Standardversion nicht, selbst beim Aventador nicht. Oder beim Aventador schon, aber es dauert ein bisschen. Nur ich sag mal, beim Drift von 45 Grad, da schafft es natürlich auch die Standardversion, die Drehzahl hochzubekommen. Aber beim 90 Grad fahren wie hier, schafft es die Standardversion nicht. Das war ein bisschen zu schnell. Und das war... Was war das denn? So, in der nächsten Runde müssten wir zwischen die Autos fahren. Das seht ihr dann gleich. Das habe ich aber schon mal gemacht. Deshalb mache ich das immer an der Strecke hier, weil hier kreuzen sich die Straßen nämlich. Das ist hier die einzige Strecke, wo es möglich ist.
müssen uns ein bisschen beeilen. Na, nee, aber nächste Runde. Nächste Runde geht's. Das müsst ihr auch mal machen. Euer Lieblingsauto schaffen. Beziehungsweise so zurecht machen, wie ihr es wollt. Dann auf die Top Gear Teststrecke. Ah, Mann. Ein paar Runden einstellen, also mehr als 5. Das wird jetzt auch schon eng bei 5. Jetzt treffen wir aber unsere Leute. Und dann die Fahrstufe auf ganz klein setzen. Das war viel zu schnell, Moment. Und dann könnt ihr sowas machen. War jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ich habe es mal geschafft, zwischen zwei Autos direkt durchzufahren. Da gehört ein bisschen Glück und auch Augenmaß dazu. Und natürlich ein Auto, mit dem man sehr gut driften kann. Bei mir ist es halt der Gallardo. Bei anderen ist es halt, wie gesagt, er kann mit Hecktriebler am besten arbeiten. Bei Hecktriebler, ich drehe mich nur. Ich habe es schon probiert, weil Hecktriebler sind eigentlich am besten. Aber ich kann mit Allradautos, wo 70% auf die Hinterachse gehen oder 60, so wie hier beim Gallardo, kann ich am besten querfahren. Okay. Das ist schon wieder so eine Scheißstelle, die will ich jetzt unbedingt wieder packen. Nee, das ist echt zu eng, da komme ich jetzt nicht durch. Muss ich ein bisschen langsamer fahren, ein bisschen Zeit schenken. Immer noch zu spät. Wäre zu früh. Das ist doch... Der cheatet doch. Der will doch, dass ich gegen den fahre. Na also. Der Veneno ist schon geil. Ich weiß gar nicht, was da drinne verbaut ist. Ich glaube, ein V12. Fast. Moment, ein bisschen länger rutschen. Und schon passt's. Jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt komme ich gut mit den Kurven hin. Außer die hier, die schaffe ich nicht immer. Die schaffe ich echt selten. Da! Ah, knapp. Jetzt nur noch den Abgang besser. Oh, das ist echt knapp. So muss das sein. Nicht mal einen halben Meter Abstand. Also so, da könnt ihr echt so geile Filmszenen machen. Richtig wie Need for Speed vielleicht. Ja, der war schlecht. Manchmal geht's, manchmal auch nicht. Das ist immer so eine... Die kriege ich auch nicht immer hin. Manchmal, ja, so, na, so halb. Wieder kommen wieder welche. Drei Stück diesmal. Yeah! So muss das laufen. Die Reifen kann ich auch, glaube ich, danach wegwerfen. Und geschafft.
So. Knapp 10.000 Credits. Das Auto ist, naja, ein bisschen kaputt. Aber gut. Und... Ah, schade. So, auf Platz 24.000 in der Weltrangliste. Uiuiuiui. Das finde ich irgendwie echt lustig, dass man so gucken kann, wie man im Weltrang steht. Das finde ich echt cool. So. Gut, ich mache jetzt schon einen Folgencut. Ist dann nur 10 Minuten lang die Folge, aber... Ich muss jetzt mal gucken, wie viel ich überhaupt noch aufnehmen muss. Weil ich habe eigentlich jetzt überhaupt kein Zeitgefühl. Ich habe jetzt 4 Folgen gemacht. Das war jetzt ungefähr eine Stunde. Muss ich mal gucken, wie viel ich noch machen muss.